Macht von Grayskull, ich habe einen He-Man Classics. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video bei Retro-Spielzeugwelt. Und ihr seht es schon, es geht wieder um Masters of the Universe Classics. Und wir werden heute diesen wunderbaren He-Man auspacken, den ich für meine private Sammlung ergattern konnte. In einem der letzten Videos hatten wir uns schon Wonder angeguckt. Dieses Video werde ich euch hier oben nochmal verlinken und auch in der Infobox. Und es gibt auch einen Blogbeitrag zu Wonder. Wenn ihr da mehr über die Geschichte erfahren möchtet, welche Besonderheiten es da gibt, lest euch gerne den Blogbeitrag durch, in der Infobox verlinkt. Hier neben mir seht ihr meinen ganz persönlichen Stolz. Ich finde sie mega gut. Das ist die Castle Grayskull Classics. Ihr seht jetzt nur die Front. Ein Riesenteil ist das hier neben mir. Und wenn ihr da nochmal ein extra Review zu haben wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare, dann mache ich das auch. Aber heute soll es um diese kleine, wundervolle Actionfigur gehen. Und ich würde sagen, wir fangen sofort mal an. He-Man muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel zu sagen. Kennt jeder, in meiner Sammlung hat er noch gefehlt. Ich freue mich deshalb sehr. Die Rückseite schauen wir uns auch nochmal an. Man blendet ein bisschen, ne? Nicht schön. Wen haben wir da hinten drauf? Beastman, King Grayskull, Skeletor, Merman und Stratos. Stratos habe ich übrigens auch, der steht hier oben schon und schaut in die Ferne. Ihr wisst, bei mir alle Figuren lose. Ich bin ein loser Actionfiguren-Sammler. Auch meine Vintage-Sammlung ist komplett lose. Einfach, ich muss sie einfach in die Hand nehmen und damit spielen können. Also das ist bei mir so, jeder so wie er möchte. Deshalb ist das Sammeln ja auch so schön. Und wir legen hier auch direkt los mit diesem wunderbaren He-Man. Und ihr wisst, ich vergleiche ganz gerne, deshalb hole ich jetzt mal ein paar andere He-Man-Figuren dazu. Und da sind sie auch schon. Schön, wie das immer mit einem kleinen Schnitt funktioniert. Ich habe jetzt mal dazu geholt den Vintage He-Man. Wir haben hier den 2000X He-Man. Wir haben hier den Revelation He-Man und den Origins He-Man. Natürlich fehlen da jetzt noch welche, zum Beispiel von den New Adventures, von den Super 7 und so weiter. Die ganzen Varianten wollte ich mir jetzt sparen, sonst wird es einfach wieder zu voll. Aber damit man mal so eine kleine Übersicht hat, da die vier einmal neben meinem Classics He-Man. Und ihr kennt das von mir. Die Verpackung war sowieso nicht mehr die beste, also reißen wir auf. Verpackung weg. Und jetzt hole ich He-Man erstmal aus dem Plastik. Und da haben wir ihn. Ihr seht schon, von der Größe her ähnlich wie der Revelation. Ich finde sowieso, die Revelation Line hat sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit den Classics. Nicht vom Aussehen her, aber schon von den Bewegungspunkten, von der Aufmachung her. Und hat aber ansonsten alle, ja, ich sag mal, Merkmale des ganz normalen Vintage He-Man. Wir haben die Rüstung natürlich in Grau. Hier hinten können wir das Schwert reinstecken. Ich schau mal, eine Halterung, jawohl, sehr cool. Das finde ich immer cool, wenn da eine Halterung fürs Schwert ist. Und deshalb geben wir ihn jetzt mal in die freie Hand, seine wundervolle Axt. Darf natürlich auch nicht fehlen. Wir haben sein Schild. Oh, steht ein bisschen nicht. Man muss ja erstmal richtig jetzt. Und was noch mit dabei war, war ein halbes Schwert. Ihr kennt die Geschichte von den beiden halben Schwertern. Ansonsten, wenn ihr es nicht wisst, lest euch gerne nochmal den Blogbeitrag von Wonder durch in der Infobox. Da ist nämlich auch die Rede von diesen zwei Schwerthälften. Und ja, da ist er. Ich freue mich sehr. He-Man nimmt endlich Platz in seiner Castle Grayskull, was natürlich auffällt, und da ist auch durchweg, ist auch bei den Origins so, war bei den Vintage-Figuren so, denkt mal an Adam und He-Man und Faker zum Beispiel, auch bei den Origins denkt da mal an He-Man und Faker und Anti-Eternia He-Man und auch bei den Classics, Ups, jetzt habe ich den guten Origins He-Man umgehauen. In dem Fall
ist Wanda die gleiche Figur wie He-Man, einfach nur mit einem anderen Painting. Und das gilt auch für Faker zum Beispiel. Der sieht auch genauso aus mit dem gleichen Kopf. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich werde das Ganze jetzt erstmal wieder in mein Regal räumen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen Auspackvideo. Und hier nochmal ein mega geiles Bild, wie ich finde. Genießt den Anblick. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin noch der Hinweis natürlich. Schaut gerne mal bei uns in den Shop www.shop-spielzeugwelt.de. Mit dem Rabattcode RETRO5 bekommt ihr da auch 5% auf den gesamten Einkauf. Schaut gerne mal auf den Blog www.retro-spielzeugwelt.de und besucht uns auf allen Social Media Kanälen. Bis dahin.